Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Pkw-Maut, das ist eine Geschichte des Scheiterns, und zwar des Scheiterns mit Ansage. Denn wie wir eben auch zu Recht gehört haben, Herr Ramsauer hat es ja in seiner Aussage dargestellt, er war in Brüssel und die klare Botschaft war das, was auch alle Juristen gesagt haben. Man kann keine Maut machen, die nur Ausländer belastet. There must be winners and losers and there shall be no linkage between tax and toll. Das war die klare Vorgabe, die missachtet wurde. Und Herr Dobrindt war dann in Brüssel. Und jetzt wissen wir auch, dass der juristische Dienst der Kommission auch klar gesagt hat, dass dieser politische Kompromiss so nicht ging. Es war ein Scheitern mit Ansage. Herr Scheuer ist mit dem Kopf durch die Wand gelaufen und das hat nicht funktioniert. Und der Schaden ist riesig. Der Schaden ist riesig für den Steuerzahler. 100 Millionen Euro wurden knapp ausgegeben. Ein Schiedsverfahren läuft noch. Das wird ebenfalls teuer werden. Zum Zweiten müssen wir eben feststellen, dass das gesamte Ministerium ein Stück weit lahmgelegt war. Auch die Bundesregierung, hat ja auch Frau Kollegin Lühmann gesagt, ein Stück weit damit beschädigt wurde. Und die einzigen Gewinner, das sind die Herren und Damen im BMVI, die jetzt noch befördert wurden. Frau Bethke eine neue Stelle in der Toll Collect bekommen, Staatssekretär Schulz, Mr. Maut, eine eigene hochdotierte Stelle geschaffen, die jetzt noch für 5 Jahre verlängert werden soll, laut Handelsblatt 2 Millionen Euro als Dank für die Arbeit, die gemacht wurde. Es ist wirklich empörend, wie diese Bundesregierung mit diesem ganzen Fall umgeht. Und wir wissen ganz eindeutig, dass an mehreren Stellen massive Fehler gemacht wurden und das Recht gebrochen wurde. So zum Beispiel, völlig klar ist das Europarecht, das haben wir, das Urteil, das es belegt, aber auch das Vergaberecht. Es ist ganz klar vorgegeben, dass man über die sogenannten Mindestanforderungen nicht verhandeln darf. Hier gab es die Bieterfrage 38. Es ging um die Frage der Telekom. Darf man das bestehende Toll Collect nutzen? Es wurde klar verneint. Man hat es später aber Paspagon, dem Bieterkonsortium, erlaubt. Man hat die ganzen Gespräche mit denen nicht dokumentiert. Der Gleichbehandlungsgrundsatz wurde verletzt. Wir haben auch das Schreiben der Telekom, die sich darüber beschwert haben. Ja klar, geklagt haben die nicht. Das ist auch logisch. 25% Staatsbesitz. Sie müssen mit Herrn Scheuer auch reden über 5G. Aber klar ist, Vergaberecht wurde gebrochen, hat auch der Bundesrechnungshof klar festgestellt. Auch beim Haushaltsrecht haben wir es schwarz auf weiß. Wir haben den Vermerk aus dem Haushaltsreferat. Im November 2018 war klar, die Maut kostet 3 Milliarden Euro, es stehen nur 2 Milliarden im Haushalt. Man hat die Kosten in die Zukunft, in den Vertrag geschrieben, am Parlament vorbei, das Parlament dazu nicht informiert, ein Verstoß gegen § 11 der Bundeshaushaltsordnung. Man hat extra Toll Collect verstaatlicht, um dort die Kosten hinzuschieben. Selbst die Referatsleiterin hat in ihrer Befragung gesagt, das ist ein Verstoß gegen § 69 der Bundeshaushaltsordnung. Also für uns ist völlig klar, was auch der Bundesrechnungshof bestätigt hat, auch das Haushaltsrecht wurde von Herrn Scheuer klar gebrochen. Und was besonders irritierend ist, an wie vielen Stellen nicht nur das Parlament falsch informiert wurde, zum Beispiel zur Causa Telekom, habe ich mehrfach schriftlich und mündlich gefragt. Hat Herr Scheuer mit dem CEO der Telekom über die Maut gesprochen? Mehrfach wurde gesagt, nein. In seiner Aussage hat Herr Höttges sogar gesagt, er habe sogar extra explizit Herrn Scheuer angerufen, um über die Maut zu reden. Also auch hier das Parlament wahrheitswidrig falsch informiert. Das ist schon ein unerhörlicher Vorgang. Versprochen, gebrochen hat er. Wir haben es auch gehört beim Thema Zusammenarbeit mit dem Ermittlungsbeauftragten Jiří Montag. Es ging darum, dass er auch in die privaten, in die Bundestagsaccount reingucken kann, die er extra benutzt hat, um nicht von seinem Dienstaccount aus zu kommunizieren. Er hat es zugesagt, aber dann dagegen prozessiert, um zu verhindern, dass diese E-Mails eingesehen werden. Wir haben auch eine E-Mail bekommen, das sogenannte Kündigungsmoratorium, also später die Idee, doch noch anstatt einer Kündigung eine andere Lösung zu finden. Auf meine Frage, ob wir den Absender dieser E-Mail, dieser Idee bekommen, hat er gesagt, ja, bis heute warten wir auf diese E-Mail, auch hier versprochen gebrochen. Und deswegen
können wir Herrn Scheuer auch nicht glauben. Es gab 7 Zeugen, die uns bestätigt haben, dass es ein Angebot gab, die Maut zu verschieben. Wir haben damals hier Herrn Scheuer zitiert ins Parlament. Er hat hin und her laviert. Man hat gemerkt, das ist ihm sehr unbequem. Er hat sich dann festgelegt, dass es ein solches Angebot nicht gegeben hat. 7 Zeugen haben das Gegenteil gesagt. Für uns ist ganz klar, auch die Kollegin Lühmann hat es gesagt, er konnte den Vorwurf der Lüge nicht entkräften. Besonders dramatisch finde ich, und das kommt noch mal obendrauf, dass nicht nur das Parlament falsch informiert wurde, ein katastrophaler Vertrag gemacht wurde. Minister Scheuer hat den Vertrag ja offensichtlich gar nicht verstanden. Das ist uns völlig klar geworden in diesem Ausschuss. Er hat monatelang keine einzige Vorlage dazu im Haus gehabt, wahrscheinlich weil das Haushalts- und das Vergabereferat ihm aufgeschrieben hätten, dass das so alles nicht geht. Er hat am 31.12.2018 kurz vor Silvester 10 Stunden beim Notar schnell noch den Vertrag vorlesen und unterschreiben lassen. Und dann war er im Januar bei Lanzen auf die Frage, was er denn macht, wenn ein Urteil kommt, hat er gesagt, er ist da entspannt. Er war aber nicht so entspannt. Am Tag danach, der erste Vermerk seit Monaten, da fragt er, was passiert denn, wenn ein negatives Urteil kommt? Und da wurde es reingeschrieben. Also Minister Scheuer hat einen Vertrag unterschreiben lassen, den er offensichtlich nicht verstanden hat. Und besonders dramatisch ist, dass am Tag der Kündigung er mal wieder in Wildwestmanier gehandelt hat. Am 18. Juni 2019 kam das Urteil. Hektisch wurde eine Taskforce zusammengerufen. Doch anstatt mal in Ruhe zu diskutieren, die Fachbeamten, die im Thema waren, die waren nämlich gar nicht da, haben wir erfahren, hat er hektisch den Vertrag kündigen lassen, hat sich ausrechnen lassen, was das kosten könnte. Erste Kostennote war niedrig, dreistellig, dann mittlerer, dreistelliger Millionenbetrag. Und dann am Tag danach, als er schon gekündigt hat, hieß es bis zu 776 Millionen Euro Schaden. Aber Herr Scheuer hat gekündigt und hat nicht auf die Experten im Haus gehört. Ein weiterer schwerer Fehler war das, und deswegen müssen wir resümierend sagen, dass die Fehlerkette ist so groß, das reicht eigentlich für mehrere Rücktritte. Er hat da ein Stück weit die Koordinaten der Bundesrepublik verschoben. Andere Minister sind schon wegen Lappalien zurückgetreten, Frau Giffey jetzt wegen einer Doktorarbeit. Herr Scheuer ist da etwas cleverer, er nutzt ja seinen, hat ja seinen Doktor, führt er ja nicht mehr, ist auch eine Lösung. Aber das Entscheidende ist, früher hat man vom Struction-Gesetz gesprochen, dass kein Gesetz aus dem Parlament so rausgeht, wie es reingekommen ist. Wir müssen jetzt vom Scheuerschen Gesetz reden. Alles, was Herr Scheuer anpackt, geht schief, schuld sind aber immer nur die anderen. Kommen Sie bitte zum Ende. Ja, wunderbar. Danke sehr. Das Wort geht an die Fraktion Die Linke mit Jörg Zissa.